Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucia und wir sind zurück in Transport Fever 2. Wir befinden uns hier am Flughafen im Norden, irgendwo zwischen Trostberg und weiß man auch nicht, Coesfeld. Ja, der Paul hat gesagt, die Flugzeuge drehen extra Runden, Warteschleifen, weil hier nicht genügend Parkpositionen da sind. Ja, das könnte sein. Wie viele Linien haben wir denn da? Oh, okay, es geht. Drei Linien sind hier, zwei davon Güterlinien. Ja, das stimmt, da kommt eigentlich für die eine noch ein weiteres Gebäude ranbauen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Oi, geh weg. Ein weiteres Güterterminal. Damit jede Linie ihr eigenes Terminal bekommt. Da kommt gerade einer angeflogen. Peter Bahn. Beladen mit 52 Menschen immerhin. Aha, Moment mal. Wird das was langsam? Ne, Moment mal. Ach, das war der Upsa. Das war der Flughafen. 20, 20. Na gut, also anscheinend funktioniert das. Anscheinend können wir sogar noch einen holen. Wenn ich den jetzt hier kopiere, wo kommt er da raus? Hier? Wir warten noch kurz, bis der weg ist. Zur Sicherheit. So, genau, wir wollten die Linie noch umleiten. Auf das neue Güterterminal. So, ist egal welche. Von mir aus diese hier. So. Jetzt haben sie es. Eine weitere Landebahn, weiß ich nicht. Das beobachte ich erstmal, ob das wirklich so knapp ist. Ich habe ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Flieger, die hier landen. Zur Not bauen wir noch eine zweite ran. Ich habe mir gedacht, was wir heute machen. Oh, ich stopp mal. Wir müssen noch den Peter Bahn kopieren. Mal, das war gerade eben. Ja, alles her damit. Ja, der kommt tatsächlich hier raus. Unfassbar. Ja, komm mal her. Peter Pan 2, der zweite. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt hier einen Bahnhof noch hinbauen. Einen Güterbahnhof. Oh, achso. Ah, okay. Ich habe hier gerade Stau aus dem Augenwinkel gesehen. Aber es scheint nicht so wahnsinnig schlimm zu sein. Oh ja, es wird. Hier sind schon. Ach du Schande. Nein, hier sollen noch keine Häuser entstehen. Wollt mal. Da muss ich kurz mal nachgucken, das ist wichtig. Das war aber natürlich nicht. Ich habe hier Marx Straßen und Trampaket. Und da gibt es ja auch Straßen, wo keine Häuser entstehen dürfen. Wie kommen wir da ran? So, was ärgerlich ist. Das müsste doch eigentlich hier sein, oder? Also unter. Ach, keine Ahnung. Mark? Nein. Ich war mir jedenfalls sicher, dass ich die Mod habe. Ich meine, dass auch das hier schon dazugehört. Ja, da müsste dann eigentlich so ein Symbol mit einem durchgestrichenen Haus irgendwo sein. Da jetzt, da sind sie. Das hier müsste das sein. Okay, keine Häuser. Okay, das sieht gut aus. Busspur, ja, elektrisch. So, und jetzt werden wir die Kollegen hier, diese Straße hier mal, diese hier, genau. Diese Straße werden jetzt mal ein bisschen aufwerten, dass da keine Häuser dran entstehen dürfen. Das ist so nicht gewollt gewesen. Nett gemeint, aber nicht gewollt. Okay, na gut. Das ist jetzt natürlich schon da. Das können wir eigentlich entfernen. Entschuldigung. Die sollen, dürfen und sind dazu angehalten, hier weiterzubauen. Und das hier dann irgendwie zuzumachen. Aber ob sie das machen? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die Stadt hat sich ganz schön entwickelt. 1120 Bürger. Gut, liebe Leute, was wir heute machen wollen, ist einen Güterbahnhof hier hinbauen. Und mit diesem Güterbahnhof werden wir Kohle auf den Flughafen bringen. Ich habe mir gedacht, wir haben ja letztes Mal überlegt, oder ich habe überlegt, wir könnten diese Kohle hier zum Flughafen schaffen hier. Und zwar wird wir das wohl über die bestehende Eisenbahnstrecke hier machen, die wir hier haben. Ja, müssen halt irgendwie einen Güterbahnhof hinbauen. Ich weiß nicht, ob es hier flach genug ist, alles sehr abschüssig.
Hier könnte es flach genug sein. Da könnten wir einen Güterbahnhof hinbauen. Dann machen wir die Strecke hier entlang, führen sie hier drauf. Dann geht es weiter. Ist natürlich ätzend, dass der Zug dann hier durch den Bahnhof durchfahren muss. Und da sind nur zwei Gleise, die schon belegt sind. Der Zug hier, der Connery, der hält ja hin und zurück an. Ja gut, aber jedenfalls, vielleicht kann ich den Bahnhof erweitern. Wir fahren dann hier entlang. Bis hier hinter dem Tunnel oder so, würde ich sagen. Dann gucken wir, dass wir hier abbiegen und eben darüber fahren. So wäre der Plan. Ich würde sagen, das gucken wir uns auch gerade mal an. Einen Kopfbahnhof. Ja. So. Hier ist er jedenfalls nicht im Weg. Ah, passt nicht so gut. Er dockt irgendwie nicht an, der beknackte Bahnhof hier. Na gut, das können wir uns später überlegen. Wir machen den erstmal hier hin. Wir bauen vielleicht einfach ein anderes Gebäude hin, dann müsste das eigentlich passen. Und weil es jetzt zu kurz. Der wird jetzt viel zu kurz sein, oder? Machen wir den gerade ein bisschen länger. So. Ich habe gelacht, weil wir das hier nicht hinbekommen. So, da müssen wir das jetzt jedenfalls angeschlossen bekommen. Ja, passt. Der Bahnhof passt. Wunderbar. Sehr schön. Der Zug wird hier irgendwie gut vorbeikommen. Das passt, glaube ich, ganz. Oder komm, wir machen es einfach. Weniger labern, mehr machen. Was? Jetzt kommt er mit dem beknackten Tunnel daher. Was machst du denn? Jetzt wartet er mir echt einen Tunnel. Okay, ich sehe schon ein, wir müssen ihn ein Stück weiter ausholen. So. Ist zwar sehr langsam alles, aber es ist eben eine hügelige Landschaft, da muss das leider sein. Geht eh wieder nach unten. Da sollst du nicht. Könnte ein bisschen schwierig sein, da jetzt noch ranzukommen irgendwie. Das wird, glaube ich, wirklich schwierig, aber ich gebe nicht auf. Wir gucken natürlich. Oh Gott, was habe ich getan? Wir sind hier auf 179 Meter, müssen auf 209. 30, 80, 20 Meter Unterschied. Mein junger Mann hier, das müssen wir ein bisschen höher machen. Was habe ich mir gedacht? Ich fürchte, es wird nicht so ganz einfach. Also, der ein oder andere Tunnel ist natürlich schon erlaubt. Ich weiß jetzt noch nicht, was es hier bringen könnte. Oh, frech, sowas hier. Ist wirklich sehr frech. Sieht irgendwie ganz interessant aus, aber ist wirklich sehr frech. Oh. Gut, also. Gucken wir mal, dass wir uns da drauf stellen können. Nein, sag bloß, es funktioniert sogar. Ich hätte jetzt gedacht, hier wegen der unterschiedlichen Steigung wird es hier völlig zerrissen sein, irgendwie, aber. Ja, ein bisschen ist es hier. Ist nicht ganz perfekt. Ich denke, ich kann damit, glaube ich, leben. Ja, okay. Wunderbar, das passt. Jetzt machen wir dann noch die zweite Strecke, die Gegenrichtung.
So, jetzt haben wir es zweigleisig und mehrere Signale draufgesetzt. Ich denke gerade an Voxel Tycoon, das ich hier nebenbei schon mal angefangen habe zu spielen, so ein bisschen, wo die Signalsetzung deutlich komplizierter ist oder auch deutlich realistischer. Und ich bin ja so froh, dass ich hier die Signale nur einfach dort setzen muss, wo ich auch wollen würde, dass der Zug eventuell anhält, falls nötig. Gut, alles eine Sache der Gewöhnung. Okay, also hier kann sich ein Zug runterschlängeln irgendwie, mit Kohle beladen. Zurück ist er, fährt er dann leer, da geht es einfacher. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch einen Bahnhof irgendwie hinbekommen. Das kann auch was werden hier. Oder wir gucken mal, wie wir da am besten hinkommen. Wir können ja mal hier schon mal abfahren. Ach Gott, hier ist die Kühe. Stimmt, ganz vergessen. Wir können hier mal abfahren und dann gucken wir mal, wie wir hier am besten klarkommen. Was ist überhaupt hier? Feldwege durch den Wald. Oh Mann. Rüber nach Harburg. Ja, also. Mir fällt ja wirklich nichts Besseres ein, als hier tatsächlich einen Güterbahnhof hinzustellen irgendwie. Oder? Ja. Ja, ich glaube schon. Oder ich weiß nicht, wir könnten theoretisch die Kohle auch nehmen und mit LKWs da zum Bahnhof bringen. Der jetzt mittlerweile auch ganz gut eingebaut ist hier. Und da dann eben einen Güterzug drauf sitzen. Der nutzt dann einfach die bestehenden Gleise. Ginge natürlich auch, anstatt dass wir jetzt irgendwelche Gleise hinbauen und einen Bahnhof irgendwo mitten in den Wald hauen. Na gut, es hängt davon ab, ob wir diesen Bahnhof noch ganz gut erweitert bekommen. Den müsste ich groß umbauen. Na, ich glaube, nee, das lassen wir. Der ist mir hier zu eingebaut. Da müsste ich hier die Gebäude entfernen. Naja, ein Gleis dazu, eine Plattform dazu. Die Gebäude wieder irgendwie hinquetschen. Das ist schon so schön eingebaut, das will ich eigentlich gar nicht. Mit Bäumen und allem. Nee, das lassen wir. Oh Mann. Wie geht's eigentlich dieser Stadt? Gucken wir doch mal gerade mal rein, hier, wenn wir schon da sind. Ziele. Mich interessiert gerade die Linienbenutzung. 14%. Das geht aber auch besser. Wie sieht's in Harburg aus? 13%, nicht besser. Zürich, bitte enttäusche mich nicht. Gar nicht dabei. 13%. Ja, das scheint irgendwie so der Wert zu sein, der halt einfach funktioniert. Das ist echt der Hammer. 16% immerhin. Ja, na gut. Und hier unten gucken wir lieber gar nicht hin, sonst ruckelt mich das zu Tode hier. Aber es geht. Ja, wir machen weiter. Wir machen mal weiter. Ich müsste in vielen Städten auch noch weitere Linien einbauen. Und wir müssen mal gucken, was alte Liese und alter Fritz machen. Was für diesen Bahnhof hier ist. Achso, gucken wir nur kurz auf den ICE, was der jetzt sagt mittlerweile. Macht Gewinn. Okay. Das... Oh mein Gott. Ach du Schande. Ja, da ist einiges los. Ich glaube, wir kaufen vielleicht noch einen weiteren. Ja, schließlich... Also das Problem der Sache war, dass ich ja hier diesen Fernbahnhof im Nachhinein draufgebaut habe, so dass der ICE den normalerweise hier Vollgas gibt, jetzt hier anhalten muss und dann wieder losfahren muss. Im Prinzip verlieren wir da einen Zug irgendwie sozusagen im Takt. Und deswegen würde ich sagen, holen wir uns noch einen weiteren. Ich sehe jetzt gerade nirgends einen... Dann, oh doch, da ist er noch. Na, Eberhard, wie ist es? Ah, oh, der ist ja gar nicht voll. Eberhard, was tust du hier? Ja, passt jetzt gerade nicht so wahnsinnig gut. Dann hätten wir nämlich gleich zwei direkt nacheinander. Wir behalten ihn im Auge und kaufen einen neuen, sobald er ordentlich auf dem Rückweg ist, würde ich sagen. Gut, also dann machen wir es jetzt hier mit diesem Bahnhof. Ja, nee, wir fangen mit den Gleisen an und gucken, wie wir mit den Gleisen hinkommen und dann stellen wir den Bahnhof passend dazu irgendwie hin. So, und die Kühe fahren wir natürlich rum. Das wird ja kein schneller Zug, ich merke es jetzt schon. So viele Kurven, die wir da haben. Enge, enge Kurven. Oh Gott! Warum? Ja gut, warum ist klar. Wir müssen halt da drauf kommen. Vielleicht
weil ich glaube, das ist hier vor den Kühen. Die will ich ja natürlich nicht entfernen hier. Unsere gute Kuhherde, die schon seit 100 Jahren da steht. So könnte es besser klappen. So klappt es besser. Und hier klappt es sowieso. Hier fahren wir einfach parallel zu den Höhenlinien. Wie hoch müssen wir denn kommen? Wir müssen ungefähr irgendwie hier hin. 185 Meter, wir sind schon auf 168, das passt ja sehr gut. Gut, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir da den Bahnhof hinquetschen. Vielleicht machen wir den auch gar nicht so lang. 240 Meter muss nicht unbedingt sein. Wir können. Das wäre jetzt eh nicht so gut. Wir können auch einen kleineren nehmen. Oder für mehr Züge nutzen. Aber die Stellen halt irgendwie so. Naja, weiß auch nicht. So wäre es vielleicht okay, da kriegen wir da eine Brücke hin. Ja, komm. Dann bleiben wir halt bei 240 Meter Länge. Fahren da vielleicht mit der Brücke oben drüber. Das wäre ja machbar. Wie schaut's hier aus? Oh, voll in den Felsen reingemeißelt. Sowas. Da machen wir das Kopfende weg. Schöner Mist. Ja, wäre besser hier das Gebäude hier hinzumachen. Da fehlt uns natürlich jetzt die Plattform. So. Okay, na gut. So, Eberhard, wie ist es? Voll beladen? Du machst mich glücklich, mein Freund. Sehr schön. Ja. Hier sind wir noch dabei. Da bauen wir gerade noch das Gütergebäude dahin. Schön groß natürlich. Ein Umschlagsplatz. So, der Eberhard fährt jetzt gerade am Depot vorbei. Wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben, weil der neue Zug ja auch aus dem Depot rauskommen wird. Okay, dann gucken wir hier mal weiter mit den Gleisen. Das wird natürlich eine interessante Strecke, da fahren wir auf jeden Fall mal mit. Bei Gelegenheit. Ah, du je. Wow. Das sieht natürlich hammermäßig aus. Wollen wir das so lassen? Wird natürlich schwierig jetzt von hier aus da runter zu kommen, glaube ich. Ganz ein bisschen tiefer. Tiefer geht nicht. Schande. Oh mein Gott. Das habe ich mir gedacht. Steigung ist zu groß. Ja, man sieht's. So kriegen wir das hin. Ist auf jeden Fall sehenswert. Okay, das ist jetzt das rechte Gleis. Na? So, gleich gucken wir nach dem Eberhard. Der hat jetzt ein bisschen Vorsprung bekommen. Ja, das ist hier nicht so optimal. Aha. Interessant. Es passt irgendwie am Ende. Am Ende passt es meistens. So, Eberhard ist jetzt irgendwo unterwegs. Da unten schon. Der nächste Eberhard kommt entgegen irgendwann. Der ist irgendwo auf der Strecke noch. Da kommt er erst. Dann geben wir ihm noch eine Minute hier. Er soll noch ein bisschen fahren. Das ist noch nicht weit. Also komm, bis zum nächsten Halt soll auf jeden Fall kommen. Sonst sind die echt zu knapp nacheinander. Oder ja, er soll ja noch ein bisschen fahren. Gut, dann werden wir hier jetzt mal gucken, wie wir hier unten von dem Bahnhof hier hoch auf die Straße kommen. Wir können eigentlich in diesem Zuge auch mal hier diesen Feldweg hier verschwinden lassen. Ist so ein bisschen peinlich, oder? Im Jahre 2014, dass die Leute da so Feldwege fahren müssen. Mal,
Keine Busspur, kein nix. Ja, das machen wir nachher weg. So. Oberleitung. Nein, alles weg. So. Auch keine Busspur. Oh, die ist doch da. Okay, gut. Die werden sich freuen, dass sie jetzt da schneller fahren können. Sehr schön. Und wir gucken mal, wie wir das hier machen. Vielleicht mit den einfachen Straßen hier, mit diesen. So. Und ja. Ich würde jetzt ungern die LKWs dann hier hinfahren lassen, abbiegen lassen und dann wieder zurückfahren lassen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, aber es ist halt schon viel Strecke. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, die hier runterfahren zu lassen. Mit Serpentinen oder sowas. Irgendwie wird das schon gehen. Es geht natürlich, irgendwie, immer. Okay, wunderbar. Jetzt passt es, wir haben die Brücke gebaut. Wir haben. Oh, das ist ein Schlenker hier. Okay, das müssen wir kurz verarbeiten hier. Wir haben die Brücke gebaut, wir haben die Straße gebaut. Und da kommen wir jetzt hier das Gelände noch ein bisschen glätten. Wie sieht das denn aus hier? Die Felsen lassen wir da hinten. Wir haben ja schließlich die Bahn auf deinen Fels reingeschlagen. Das muss dann so aussehen. Aber hier mal da diese Abgrenzung ein bisschen natürlicher. So. Ich würde sagen, so ist besser geworden. Wunderbar. Also Eberhard, wie sieht's aus? Jetzt kommt ihr klonen. Beziehungsweise wir klonen ja nicht. Wo kommt jetzt der nächste? Die begegnet sich hier gleich. Oh, der hat einen Affenzahn drauf. 227. Und der ist bei 98. Eieiei. Gut, der ist auch gerade eben erst losgefahren. Ja, gut. Ich glaube, es ist Zeit. Eberhard, mein Eberhard. Elektrisch. Wobei, wir auch immer noch den Rotwein hier, den Rotwein aus Gleisen noch hatten, den ich auch gerne irgendwie noch einsetzen würde. Machen wir, glaube ich, am Schluss. So. Ist sogar günstiger als meiner. Das fühlt sich hier an wie geschummelt. Mehr Kapazität, günstiger. Stimmt gar nicht, mehr Kapazität. Oh, ich wollte hier was machen. Gut, machen wir das mal so. Eberhard, mein Freund. ICE-Strecke. Action! Da ist er. Eberhard Nummer. Oh, wir sind schon bei 5. 5 Eberhards auf der Strecke. Da wird es aber voll langsam. 5 Minuten Takt. Das ist doch gut. Oh! Oh Gott. Gartencenter Seebauer. Wir kriegen immer mehr S-Bahn. Kein Mensch hat hier jemals einen Überblick, wie viel S-Bahn hier es schon gibt. Da ist er. So, Eberhard. Komm mal her. Eberhard Nummer 5. Okay, mein Eberhard-Rudel. Sehr schön. Da fährt der gute Eberhard. Ja, liebe Leute, dann werden wir uns gleich, glaube ich, mit auf die Strecke setzen hier. Stimmt gar nicht. Wir müssen hier noch, wir müssen hier noch ein bisschen was bauen, bevor das losgeht. Da sind die Pferde ein bisschen durchgaloppiert mit mir. Ja, wir müssen das erstmal fertig machen. So schnell geht's nicht. Wo kommen wir denn dahin? Nein, wir machen das wieder mit dem hier. Bisschen größer natürlich. Okay, perfekt. Wunderbar. Das lassen wir noch ein bisschen abknicken. Wie immer. Genau.
Sieht jetzt natürlich müllig aus. Passt. Wunderbar. Na? Jetzt geht's. Okay, perfekt. Können wir so stehen lassen. Beziehungsweise nein. Wir machen da den Asphalt weg. Das soll Kies sein und das soll auch nicht so erhöht sein. Das ist ja schließlich nur Kohle. Die muss er nicht erhöht irgendwie hinlegen. So, Boden, Kies ist immer gut, wahrscheinlich erhöht Boden. Richtig, genau. Okay, wunderbar. Hier lassen wir das abladen. Eigentlich können wir da gleich genau das gleiche Ding nochmal hinbauen. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, naja. Ja. Ja, okay, das wird. Ja, das sieht einfach blöd aus hier mit diesen beiden Sträßchen hier. Na gut. Wir gucken da einfach nicht genauer hin. Und lassen gleich wieder die LKWs drauf los. Die holen wir von hier, würde ich sagen. Die können ruhig ein Stückchen fahren. Er kann da schon mal vorproduzieren hier. Also, diese hier. Wunderbare Kipplaster. 38 Kapazität, das ist so krank. Das wird sogar schon, glaube ich, zu viel sein. Oder? Ach, keine Ahnung, wir gucken mal. 400 Kapazität brauchen wir. Gut. Also gucken, was wir jetzt hier für eine Rate haben. 733 ist ein bisschen viel. Ja, die reichen anscheinend fast zu zweit schon. Wenn ich das jetzt wegwarte, wird das zu wenig sein. 366. Na gut, ach, die müssen sich ein bisschen anstrengen, dann packen die das schon, würde ich sagen. Okay, dann könnten wir jetzt mal gerade noch, nach dem Bahnhof hier gucken, vielleicht, dass wir den vielleicht noch verbreitert bekommen. Ist halt blöd und schwierig mit dieser Brücke. Aber wir können mal gucken, ob es geht. Damit der Zug, damit der Güterzug hier durchfahren kann und nicht anhalten muss, falls da schon ein Zug steht, also ein Passagierzug steht. Kriegen wir das hin? Da rührt sich gar nichts. Ist wahrscheinlich im Nachhinein nicht so einfach. Ne, da rührt sich wirklich gar nichts. Der müsste sich komplett abreißen. Oder wir lassen es erstmal so und gucken mal, wie das Ganze läuft. Da kann es halt sein, dass der Zug hier manchmal draufkommt. Fehlen noch Signale? Oder fehlt alles noch? Dass der manchmal draufkommt und dann hier stehen muss, bis der Kollege dann weggefahren ist. Das kann passieren. Ja, na gut. Stimmt ja gar nicht, ich bin ein Trottel. Ich habe gesagt, ja, die können ja schon mal loslegen hier mit produzieren, aber das tun sie natürlich nicht, solange kein Zug da ist. Ah, also brauchen wir einen Zug, damit das alles läuft hier. Oder wir machen das so, dass wir hier für den Zug hier, für den Passagierzug, gar kein Signal hier hinstellen. Dann wäre das hier falsch. Ich denke da gerade dran, dass dann dieser Zug hier Vorrang hat und vor dem anderen hier drauf fährt und dann entsprechend hier nicht warten muss. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Keine Ahnung. Das heißt, ach, keine Ahnung. Ich versuche das gerade irgendwie zu überlegen. Aber, ob das so klappt oder nicht, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie hinbekommen können. Also, wenn hier mein Kohlezug kommt und noch gar nicht hier angekommen ist,
Und in der Zwischenzeit schon ein anderer, der Passagierzug hier draufgefahren ist, 1 Meter lang. Dann hat der seinen Block registriert oder gespeichert, reserviert, so. Und der muss trotzdem anhalten hier. Also bringt das. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals was bringen kann. Mit dem Vorrang? Ich glaube nicht, oder? Oder machen wir es so? Vielleicht geht's so. Das heißt, das würde heißen, dass der Passagierzug ziemlich schnell rot bekommt hier. Oder? Ich glaube, ich erzähle hier auch gerade Mist. Also, sobald unser Kohlezug hier vom Bahnhof abgefahren ist und über die Brücke und bis hier gekommen ist, reserviert er sich diese Brücke hier als Block. Und der Zug hier, der kann hier bis hierhin fahren, bekommt halt die ganze Zeit rot. Ich glaube, so wird es vielleicht funktionieren. Ja, ich hoffe, ich habe da keinen Denkfehler drin. Gut, wir brauchen jetzt dringend einen Zug und ein Zugdepot, das haben wir natürlich nicht. Ja, haben wir nicht. Doch, mit dem wir müssen es gehen. Da fährt ihr hoch, diese Strecke entlang, da entlang, weiter bis zum Flughafen und dann wieder zurück. Ja, das reicht ja. Also, her mit dir, mein Freund, was haben wir denn hier? Wird langsam dünn hier oben mit den Zügen. Die Diesel-Lok ist auch einfach nicht mehr da. Ja, da kann man die hier nehmen. Zur Not. Ist auch uralt, 1960. Die ist günstiger. Die ist günstiger. Groß, Diesel-Lokomotive war für den mittelschweren Streckendienst vorgesehen. Ah, da fühlt die sich wohl. Sehr schön. Was aber jetzt doch 240 Meter, oder? Mittelmäßige Leistung. Ja, komm, das passt schon. 189 Meter, 280 Kapazität. Vielleicht reicht dann einer davon. Ich weiß nicht. Jo, jetzt erstmal einen davon. Und auf eine neue Linie. Lass ihn erstmal hier hinfahren. Also ist schon eine weite Strecke. Da werden wir vielleicht doch zwei Züge einsetzen müssen. Ja, ich würde sagen, da fahren wir auch nächstes Mal mit. Für heute wird es, glaube ich, schon ein bisschen zu spät sein. Da schaffen wir die Mitfahrt nicht. Aber nächstes Mal können wir das machen. Kohle, Flughafen. Okay, rein theoretisch müsste das funktionieren. Irgendwas passt aber noch nicht, weil der Versand noch nicht. Okay, klar. Die Kohle landet hier unten am Flughafen. Wird dort aber nicht abgeholt, weil wir keinen entsprechenden Zug haben, der das transportieren kann. Ach. Der Zug, der den Stahl bringt, der kann ja nur Stahl transportieren. Das ist ein Mist. Der kann natürlich keine Kohle transportieren. Was ist hier mit euch? Schande. Da stapelt sich das Zeug. Ist unglaublich. Gottfried, mein Freund, was ist mit dir? Also der schaufelt dir wirklich sehr gut ein. 300 Kapazität. Also der schaufelt richtig rein. Der schafft das alles weg, oder? Ist ja unglaublich. So haben wir es gern. Naja, fast alles weg. Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr schön. Auf dieser kurzen Strecke. Oder wir machen hier keinen Extrazug, der die Kohle darüber bringt und die Strecke verstopft irgendwie, sondern schaffen das nur per LKW darüber. Ha, ich weiß auch nicht. Müsste dann halt einen weiteren Gottfried vielleicht anschaffen. Für die kurze Strecke, also das will ich eigentlich nicht unbedingt. Aber eigentlich, hier kommt nicht so häufig Kohle an. Also hoffentlich schon,
Regelmäßig, aber nicht so wahnsinnig häufig. Ich müsste übrigens auch noch weitere Parkpositionen bauen. Oh, ich weiß nicht wohin. Meine Güte, wir haben so viel zu tun. Wir haben hier zwei oder drei Linien. Ups. Ja, dann wäre es vielleicht nicht schlechtest. Komm, machen wir das mal noch eben. Ich musste dann merken, dass wir die Kohle schnellstmöglich nächstes Mal noch irgendwie darüber bekommen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Entweder einen neuen Zug kaufen, der die Kohle abholt, oder an die Friederike Margons ranhängen, die dann die Kohle mitnimmt. Das wäre vielleicht, oh, das wäre vielleicht doch das Eheste, oder? Die Friederike. Das könnte man machen. Wir hängen einfach die Friederike da ein paar Waggons ran, die hat da noch nicht so wahnsinnig viele. Mittelmäßige Leistung, ist egal. Wir sind 199 Meter lang. Ja, das wird schon reichen. Wir können das ja dann noch ein bisschen anpassen. Das ist die einfachste Möglichkeit gewesen. Wir gucken gleich, ob die Kohle losproduziert und stellen hier gerade so lange noch unsere Parkposition hin. Das sind doch bloß zwei Linien, oder? Ja, doch nur zwei. Ich dachte, hier ist doch eine Linie, eine lavendelfarbene hier, aber das sind die beiden zusammen gemischt. Na gut, also eine Parkposition. Hier daneben. Gut, wunderbar. Also, da gucken wir mal, ob das mit der Kohle funktioniert. Da liegt viel Brot rum. Sehr viel Brot. Fluggüterzentrum Süd. Bist es du? Falsch. Das sind die beiden nicht. Aha. Gut, wir brauchen anscheinend Fluggüterzentrum Süd. Da brauchen wir mehr Flugzeuge. Conair 3. Kommt er hier gerade raus? Nee, das ist. Das ist der andere Flughafen. Schade. Hängen die alle aufeinander rum. Gut, wir wollten kurz noch nach der Kohle gucken. Bei Gott, wo sind wir denn hier? Hier. Passt. Es läuft. Kommt wahrscheinlich langsam in Gang, aber es funktioniert und da bin ich. Das ist alles, was ich sehen wollte. Jetzt bin ich glücklich. Gut, liebe Leute, da werden wir nächstes Mal eine lustige Zugfahrt unternehmen. Hier kommt der Zug, der noch keinen Namen hat. In dem fahren wir mit. Über Brücken, Seen, Wälder und dann hier entlang am Flughafen vorbei. Ist, glaube ich, eine schöne Strecke. Ich freue mich drauf. Nee, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.